Also das Beste, was ich wirklich von morgens bis abends gemacht habe, waren 50 Hektar am Tag. Das war im Raps. Wir hatten super Bedingungen. Wir haben früh um 10 angefangen, haben bis morgens um 3 Uhr gedroschen. Ich musste sogar zwischendurch einmal umsetzen. Und da haben wir im Raps ja die 50 Hektar am Tag fast geknackt. Also wir befinden uns hier circa 30 Kilometer östlich von Rostock und wir haben einen 540 Hektar Gemischbetrieb. Wir haben 430 Hektar ungefähr Ackerland, was wir bewirtschaften und dann noch Grünland, auf dem wir über Sommer unsere Mutterkühe halten. Und dafür brauchen wir natürlich auch Stroh, was wir eben selber produzieren und eben auch Grünfutter, sprich Grünlandsilage. Und Maissilage machen wir nur alle 2 Jahre, weil unsere Mutterkühe, das ist nicht so wie Milchkühe, die kriegen die Maissilage halt eben sozusagen als kleines Schmankerl dazu. Wir haben gute 380 Hektar haben wir jetzt gedroschen, darunter Weizen, Raps, Gerste, Hafer, Roggen. Das lief mit der Maschine wunderbar. Die Wartungsfreiheit ist sehr, sehr angenehm. Ich muss morgens gefühlt eigentlich gar nichts mehr machen. Grob ein bisschen auspusten, den Kühler pustet er von alleine aus. Das ist für mich sehr, sehr angenehm. Ich schaffe mit der Maschine so im Schnitt so circa 3, manchmal je nachdem, wenn die Bedingungen sehr gut sind, schaffe ich sogar bis zu 3,5 Hektar die Stunde. Also 30 Hektar schaffe ich sehr gut am Tag mit dem, in den schönen Beständen. Also das läuft. Also wir haben den Mähdrusch immer selber durchgeführt, weil es einfach ist, wenn du auf einen Lohnunternehmer in der Beziehung angewiesen bist, ist es immer witterungsabhängig. Und dann, wenn du selber einen Mähdrescher zu stehen hast, fährst los. Du musst nicht warten. Und das ist der große Vorteil. So, wir hatten schon immer einen MF-Mähdrescher gehabt. Und der letzte, den wir hatten, das war ein Beta. Ja gut, der ist in die Jahre gekommen. Und wir hatten ja letztes Jahr auch schon hier diverse Vorführungen bei uns gesehen. Und da stand eigentlich die Frage gar nicht, was wir nehmen. Es ist einfach so, warum soll man sich verschlechtern, wenn man sich verbessern kann? Und deswegen ist es der ideal geworden und wir haben uns wirklich verbessert, muss man sagen. Es ist einfach bessere Qualität im Getreide, bessere Qualität im Raps, dass wir auf dem Haufen zu liegen haben. Das sieht man selber schon, was auch hinten rauskommt. Und das hast du auch an den Abrechnungen gesehen. Die Aspirationen waren wesentlich geringer als die Jahre davor. Und es war auch wesentlich einfacher zu dreschen als die Jahre davor. Im Vergleich vorher, nachher, ja, er ist größer, die Kabine ist größer, er ist leiser. Er ist, ja, von der Bedienbarkeit, na klar, ist er einfacher. Der Computer ist natürlich auch noch ein Faktor, aber da hat man sich schnell eingespielt. Ja, die Spurführung ist natürlich ein sehr, sehr angenehmes Feature. Es ist für mich deutlich angenehmer, es entlastet mich. Du musst dich nicht die ganze Zeit hundertprozentig auf alles konzentrieren. Und natürlich beschwert sich hinterher der Pressenfahrer nicht, dass die Schwade nicht gerade sind. Es war nicht hundertprozentig ausschlaggebend, aber es ist mit auch ein Kriterium, dass der Service schnell vor Ort sein muss. Wenn in der Ernte, in der Druschzeit, wo jede Stunde, ich will nicht sagen jede Minute zählt, wenn da der Service hapert, nutze die beste Maschine nichts. Ne? So, und das ist bei uns, der Service ist 12 Kilometer entfernt, also was willst du mehr? Besser geht's nicht. Der muss laufen, der darf nicht stehen. Und wenn wir die MIG anrufen, die sind sofort da. Das geht sehr zügig. Wenn ich abends anrufe, dann kommt abends noch einer raus oder morgens früh dann gleich vor dem Einsatz, bevor es richtig losgeht, ist schon einer da. Das muss funktionieren, das sind Zahnräder, die müssen ineinander greifen. Das erste Fazit, auf alle Fälle hat es sich gelohnt. So, ne, es ist einfach, wir hatten einen ganz normalen mitteleuropäischen Sommer gehabt, so wie immer mit Auf und Abs. Und das musste natürlich auch eine Maschine haben, die auch etwas feuchteres Getreide dreschen kann. Und auch das hat sie bewiesen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man so eine Maschine hat, die dann auch nicht unter nur immer optimalen Bedingungen arbeiten kann, sondern auch unter widrigen Bedingungen arbeiten kann. Das ist ja das, was wir brauchen. Wir haben ja nicht immer eitel Sonnenschein. Ne? Wir sind ja nicht im Büro, wir arbeiten ja auf dem Acker und arbeiten mit der Natur. Und da ist nicht immer das so, wie es soll oder wie man es gerne haben möchte.